So, endlich. Meine Froststoffen sind zwar noch nicht da, aber dafür meine extra lange Fächerschleife. Top. Können wir gleich mal ein bisschen da drin rumnudeln. Erstmal vorgeschliffen. So, letzter Durchgang. 120er ist das. Mal gucken, wie das geht. So, würde ich sagen, gut genug erstmal. So, jetzt müssen wir natürlich noch die Fläche planen und die ein bisschen planen. Ja, wir nehmen was ab. Wir nehmen was ab. Schön. Und ab und zu den Schleifstaub ein bisschen. Bisschen wegmachen. Ah, wackelt schon viel weniger. So, ich habe das jetzt so gut wie es geht erstmal vorgeplant. Hundertprozentig gerade ist es nicht, aber die Dichtung würde es jetzt schon dichten. Jetzt mache ich es nochmal mit Farbenschleifpapier. Glasplatte mit Schleifpapier drauf, haben wir ein bisschen festgeklebt. Nicht alle Glasscheiben sind gerade, muss ich nur mal dazu gesagt haben. Also ich habe da ja Dichtpappe drauf, Dichtpapier, aber die meisten haben ja nur so einen Flansch. So. Den male ich jetzt hier unten, die Dichtung male ich jetzt mal an. So, wie rum kommt es drauf? So, erst schön gut ausrichten. Ja, ne? Immer hilft es WD-40 oder hier das Pipimoli Rostlöser. Das ist kein Öl, also es ist Öl, aber kein dickes Öl, das verfliegt wieder. Hilft schon mal ein bisschen diesen Alu-Sparen aus Zahn, Gläsern, irgendwas rauszuhalten. Ja, ich würde sagen, das schickt. Jetzt fehlen noch die Rost. Stopfen und dann kann ich das mal auf Dichtigkeit prüfen. Mal ein bisschen Vollgaswasserdruck drauf und dann kann ich das Ding lackieren, dann ist es fertig.